Hallihallo zusammen und wir spielen wieder eine Runde Gothic 3, die nächste Folge. Hab gehört, du hast Ashton im Kampf besiegt. Alle Achtung, da kannst du stolz drauf sein. Wegen der Söldner. Fedor hält dich für einen Schwächling. Er sagt, er würde dich in der Arena locker besiegen. Alles klar. Ich hab mir sowas schon gedacht. Wird bald wieder Zeit, dass ich den Jungs in der Arena zeige, wer der Boss ist. Der Gladiator Dan ist sehr zufrieden mit deiner Arbeit. Das glaube ich gerne. Ich habe ihm ja auch einen Sklaven geschenkt. Naja, hier ist dein Sold. Der Gladiator Goose scheint loyal zu sein. Ja, Goose ist ein guter Mann. Was machst du hier? Ich dachte, ich mache mal eine Pause hier in dieser Hütte. Sie wird sowieso von keinem mehr benutzt. Aber ich denke, ich gehe jetzt besser wieder an die Arbeit. Was ist mit der Hütte neben deinem Haus? Die alte Bretterbude, meinst du? Du kannst sie haben, wenn du willst. Da wohnt schon ewig niemand mehr. Okay, unser erstes Haus hier. Ja. So wie ich das gesehen habe, haben wir jetzt auch den Teleportstein, oder? Mantera Red Rock. Okay. Ah, 12.000 Goldhammer. Ich habe mir jetzt noch mal ein bisschen investiert. Und zwar habe ich noch mal ein bisschen Lebensenergie und Ausdauer investiert. Das sollte schon sein. Ich habe mir mal ein paar Tipps und Tricks geholt, sag ich mal. Dass ich mal ein bisschen vorankomme. Weil ich hauptsächlich mit Einhandwaffe kämpfe. Darum sollte man haufenweise, also pro Stufe, eigentlich immer 10 Lebenspunkte investieren. So 7 bis 10 habe ich gelesen. Also 15, da müsste ich eigentlich mit 200 fängst du, glaube ich, an. Also mit 200? Ja, 200 fängt man, glaube ich, an. Es gibt auch einen neueren Community-Patch, aber da müsste ich alles nochmal von vorne spielen. Ich spiele gerade mit den 1,7. Und es gibt ein 1,75. Ja. Aber alles jetzt nochmal von vorne durchspielen. Ich meine, gut, ich könnte es in Schnelldurchlauf machen, aber. Ja, nee. Nee. Dann mache ich lieber mit dem Patch hier weiter.
Ist ja nicht weiter schlimm. So, normalerweise müsste man 300, also 200 Leben fängt man ja an. 150 Ausdauer fängt man an. Da habe ich jetzt auch nochmal zwei, also 10 Punkte nochmal investiert. Also müsste man 350 haben, aber naja, nicht weiter schlimm. Wenn wir Stufe 16 sind, da kann ich ja wieder 5 Punkte rein investieren, also von daher ist das nicht so weiter wild. Stärke hat sich auch durch die Arena-Kämpfe halt gesteigert, auf 135. Es sieht schon von den Werten her sehr gut aus. Das Einzige, was wir bräuchten, was ich jetzt noch bräuchte, wäre im Prinzip... Du willst doch nicht einfach so an mir vorbei, oder? Klar. Was gibt es hier in der Burg? Das hier ist die Residenz von Warek dem Großen. Nur selten wird ein Morrer im inneren Kreis dieser Burg geduldet. Verstehe. Lässt du mich in die Burg? Ja, aber benenn dich. Die Jungs da drin trainieren und lassen sich nur ungern dabei stören. Verstehe. Jawohl, Elschäfer. Alles verstanden. Das haben die Morax selbst so versucht uns. Immer feste drauf. Das ist meine Meinung dazu. Ich verkaufe nichts an Morax. Ich arbeite für den Anführer der Söldner, Marek. Wenn's nach mir ginge, würde man euch dreckiges Söldnerpack in die Minen von Gotha schicken. Sag, was du willst. Meine Zeit ist kostbar. Zeig mir deine Ware. Ja, die ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Hier, kriegst noch ein bisschen Schrott von mir. Fünfundzwanzigtausend. Naja. Aber das Problem ist, ich weiß nicht, wenn ich dann... Ja, 25.000. Ja. Wenn ich die jetzt trage, ob ich dann automatisch Feind bei den Rebellen bin oder nicht, das ist eben immer die Frage. Aber der hat mir ordentlich Schotter gegeben. Will ich gerade was den... Wartet mal, was hab ich denn jetzt verkauft, dass der mir so viel Geld gibt? Man ist ja egal, wir können ja da oben in die Burg wieder rein. Ja, das ist ja jetzt nicht weiter schlimm, aber ich will jetzt mal wissen, warum der... Also ich hatte 12.000, der hat mir insgesamt 7.000 gegeben. Achso, das war ja auch gut, dass ich denen die Waffen abgenommen habe, weil im Endeffekt die nur noch Knüppel haben. Das heißt, die Verteidigung der Stadt ist schon mal vorteilhaft geschwächt, falls man die dann einnehmen möchten. Ja, das muss ich mir mal merken, also wenn ich Arena-Kämpfe mache, dass ich... Mann, was willst du? Nicht schlafen. Was mach ich?
Ja, verpiss dich. Hab gehört, du hast Ashton im Kampf besiegt. Alle Achtung. Was ist... Die alte... Da wurde... Am besten, du hältst sie Weg. Raus. Fedor, er... Ah, der... Da geht es hauptsächlich um die Erfahrungspunkte, aber ich sammle das trotzdem alles wieder ein. Okay, dann wollen wir kurz schlafen und dann gehen wir in die Burg hoch. Ja, ich brauche das ja wegen den Erfahrungspunkten. Genau. Ich denke darüber nach. So was hat man nicht sonst darüber. Du willst doch nicht dein Leben. Was gibt da? Lässt du. So, Untertitel habe ich deshalb an, falls es mal zum Soundproblem kommt. Das war ja schon öfters mal so. Ich verkaufe. Ich ab. Zack! Schönes Waffenlager hast du hier. Mein Bestand hier ist ausgewählte Ware, Mora. Bring mir hier nichts durcheinander, sonst hack ich dir die Finger ab. Verstanden? Brauchst du noch was? Besorg mir alte Waffen. Ich werde sie dann in die Schmiede geben und sie wieder aufmöbeln lassen. Ich denke, 20 Waffenbündel dürften für den Anfang reichen. Wo bekomme ich... Die Rebellen kämpfen doch mit so einem alten Rand. Dort, wo Rebellen sind, wirst du auch alte Waffen... Zeig mir deine... Ach, das Bastardenschwert. Hier, das ist das abgenutzte. 4000? Ach so, das ist das, was ich den abgenommen habe. 4000, hier 1700. Alter. So, den Rest behalten wir. Ach so, hier 7000. Ja, können wir behalten auf jeden Fall. Na, das ist so mein, die Ork-Söldner-Rüstung, das ist so mein nächstes Ziel. Ja, weil die meisten Städte sind ja noch damit. Ich will das ja nur mal testen. Zum Teufel hat dich hier reingelassen. Dein Anblick erzürnt mich, Mora. Was ist dein Problem? Dein feiges Volk hat mir bisher nur Ärger bereitet. Die Rebellen des Königs verstecken sich in Höhlen und Wäldern.
kämpfen vornehmlich aus dem Hinterhalt. Jedem offenen Kampf gehen sie aus dem Weg. Unzählige Männer deines Volkes kämpfen und arbeiten für unsere Sache. Als Söldner kämpft ihr in unseren Arenen und unterjocht euer eigenes Volk. Ich kann das nur zutiefst verachten. Ja, ich auch. Wie laufen die Ausgrabungen? Unsere allumfassende Suche nach den göttlichen Artefakten sollten dich nicht interessieren, Morra. Es wäre besser für dich, wenn du deine Aufmerksamkeit der Sicherung der Stadt widmest. Was weißt du über Xardas? Okay, wartet mal. Okay. Das Spiel ist gerade abgestürzt. Okay, dann wird es diesmal eine kurze Folge. Macht's erstmal gut. Ciao, ciao.